Das Böse begrüße euch herzlich zurück hier bei Bloodborne. Natürlich wieder aus dem Traum des Jägers, nachdem ich auch irgendwie 2 oder 3 Wochen oder gar länger kein Bloodborne mehr gespielt habe. Ich weiß, ist echt ein Frevel, aber wisst ihr, manchmal da kommen manche Faktoren zusammen und man kann das einfach nicht so umsetzen, wie man es gerne hätte. Da hat man einfach keine Zeit oder die Technik spielt nicht mit oder man kränkelt so ein bisschen. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, was davon irgendwie nicht gepasst hat. Wie dem auch sei, in der letzten Folge haben wir soweit Schloss Cainhurst abgeschlossen, denn wir sind dem Märtyrer Lugarius gegenübergetreten und dieser hat mit seiner Krone praktisch das Geheimnis bewacht, nämlich die Ekelblüterkönigin Annalise. Allerdings wurde diese von unserem Freund Alfred hingerichtet und genau diesen werden wir jetzt nochmal suchen gehen, denn ihr habt mir in der Zwischenzeit geschrieben, dass man ihn jetzt nochmal finden kann. Vielen Dank auch dafür und es tut mir leid, dass ich bis jetzt noch nicht auf Kommentare geantwortet habe. Das wird natürlich noch nachgeholt. Aber bis jetzt kam ich irgendwie noch nicht so richtig dazu. Aber seid euch gewiss, da kommt auf jeden Fall noch was. So, ich weiß, ich hatte euch generell in Aussicht gestellt, wir gucken uns den nächsten Kelch an. Das passiert auch noch. Ich möchte allerdings jetzt noch einmal kurz schauen, was mit Alfred ist. Warum er jetzt wieder an seinem Ausgangspunkt steht. Er soll sich jetzt nämlich da befinden, wo wir ihn das allererste Mal angetroffen haben. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir da überhaupt hingekommen sind. Weiß ich ja gar nicht mehr. Boah, Alter, das ist so ranzig, ne, dieses Vieh. Ich meine, ist schon irgendwie cool gemacht, aber naja, vertrauenserweckend ist halt irgendwie anders. Hallo? Na, wie soll ich erstmal wieder einspielen hier nach 2, 3, 2,5, keine Ahnung, Wochen? In der Hoffnung, dass diese Aufnahme hier jetzt funktioniert, wie sie soll. Aber mal gucken. Ich glaube fast, das ist aber richtig, wo ich hier gerade langlaufe. Hey, Kümpels. Hättet da Lust? Ja, stirb du doch. Mach mir mal vor, wie es richtig geht. So. Schön. Auch wenn ihr nichts gedroppt habt, was soll's. Musste ich hier lang? Fürchte fast ja, ne? Ich glaube, da hatten wir nur mal Loot, aber das war's dann auch. Ich weiß gar nicht, war der hier? Also ich weiß doch, dass das so ein kleiner Schrein war sozusagen, aber ich weiß nicht mehr so genau, wie man da hinkam. Nee, hier oben lang muss man, glaube ich. Und jetzt erstmal ein Kumpel mit seinem Hund, ich weiß, oder sind es mehrere Hunde? Mehrere sind es natürlich. Wow! Ich hasse das, wenn er nicht anvisiert. Dass er dann einfach umdreht, so die Kamera. Quecksilberkugel, natürlich, die nehme ich auch sehr gerne. Ich glaube hier unten. Nee, hä? Doch nicht? Nee, da nicht. Sieht schon bedrohlich und irgendwie auch cool. Hier unten! Da müsste jetzt Alfred stehen. Aber da steht kein Alfred. Da liegt Alfred. Strahlen? Was ist das? Sah aus wie so eine Rune. Ah!
Bessere Fiolen-GP-Erholung? Wie viel denn? Das würde mich mal interessieren. Status umschalten. Nee, das hier, genau. Die Rune für Strahlen. Sie wurde von den eingeschworenen Henkern angenommen, die unter Logarios Kommando stehen. Die Henker verabscheuen die unreinen Ekelblüter und würden unter gar keinen Umständen mit den blutrünstigen Jägern kooperieren, die der untoten Königin Annalise dienen. Hier habe ich mir die Frage gestellt, ob Alfred noch normal mit uns umgegangen wäre, wenn wir den Schwur angelegt hätten. Weil er ja mit den Ekelblütern so gar nicht klar kam, habt ihr ja da gerade nochmal gelesen. Und wir ja diesem Eid beigetreten sind, als wir Annalise getroffen haben. So. Okay, damit hätten wir das nachgeholt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist damit seine Quest komplett beendet. Ich dachte ja, ich hätte die Quest jetzt eh schon beendet, dadurch, dass ich ihm diese Einladung gegeben habe oder Vorladung oder wie auch immer, diesen Brief halt. Joa. Da stellt sich mir auch die Frage, war das die richtige Entscheidung, ihm das zu geben? Oder hätte man damit noch irgendwas anderes machen können? Vielleicht jemand anders das zukommen lassen oder was weiß ich. Er hat ja nun im Endeffekt die Königin umgebracht und ja. Das ist natürlich nicht so schee. Zum Traum des Jägers zurückkehren. Ja, ich möchte immerhin jetzt wirklich den nächsten Kelch beginnen. Auch wenn ich weiß, dass die Kelche nicht jedem gefallen, aber ich möchte halt trotzdem reinschauen. So, wir hatten das ja hier schon aufgemacht. Genau. Siegelkammer. Die erste Ebene vom dritten Kelch erwartet uns dann jetzt hier ein Giftmesser. Seht ihr mal, die könnte ich auch mal ausrüsten. Mal gucken, ob wir die vielleicht irgendwie mal brauchen oder so. We will see. We will see. Werde ich mal kurz hier die Giftmesser reinpacken. Man weiß ja nie. So, da wären wir also. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll hier jetzt auch wirklich das Ganze anfangen mit den geheimen Wänden. Ich weiß nicht, ob man raufschlagen muss oder was konkret man hier machen muss, um diese zu öffnen. Nichtsdestotrotz. Habe ich die Lampe überhaupt angeknipst? Ich glaube fast nicht, wa? Lampe anknipsen, bitte. Da sieht man die total deutlich und knipst sie halt nicht an. Warum auch? Ist hier ein Durchgang? Weil da oben... Da sieht das so aus, als ob da irgendwas wäre. Aber vielleicht täuscht es auch. Bin mir nicht sicher. Hier haben wir eine Kammer. Bevor wir in die eigentliche Ebene gehen. Na, ich bin gespannt. Hinein in die gute Stube. Eine Spinne. Aber die sieht anders aus als die, die wir bei Rom gesehen haben. Alter Schwede. 600 und Blutechos. Das verspricht auf jeden Fall interessant zu werden. Ich höre hier schon wieder irgendwas. Woher kommen diese Schritte? Ich loote mal. Blutfiole, das ist immer gut. Hier unten irgendwas los? Ich sehe hier nichts.
Das sieht schon wieder aus wie so eine Bodenplatte, die irgendwas auslöst. Hier muss aber irgendwo was sein. Das sieht wirklich aus wie so eine Bodenplatte. Und da ist die Falle dazu, alles klar. Weg mit dir. Don Mistia, Zacharias. Du machst hier also diese Schrittgeräusche und da kam die Spinne her, okay. Nur bis jetzt geht's ja noch. Ich hoffe, du bist alleine. Oh oh, oh oh. Heil dich nochmal. Hallo, kannst du mal bitte... Ah! Fokus lassen, dankeschön. Geht doch. Bei denen das Timing hinkriegen ist echt gar nicht so einfach. Lebst du noch? Nein. Besser ist auch. Zwillingsblutsteinscherben, 2 Stück. Das war schon wieder knapp. Ja, ich muss mich erstmal wieder einspielen. So, hier ist jetzt ein Weg. Warte mal, hier liegt noch Loot. Kalputau, Stufe 2. Okay, das ist jetzt nicht so ertragreich. Sieht auch so ein bisschen aus, als wäre da einfach nur die Tür vergessen worden. Okay, soll ich hier unten jetzt mal weitergehen? Hm, gucken wir erstmal hier. Hallo. Hallo, hallo. Irgendwas ist hier doch, oder nicht? Nee? Wem wollt ihr das denn erzählen? Da hinten stehen sie rum, die Ärsche, alles klar. Wieso hat der denn keine volle Lebensleiste? Hä? Komm her hier, du Arsch! Ey? Gut. Mehr ist hier nicht. What? Echt jetzt? Ich habe meine erste geheime Wand gefunden. Yay! Na, hoffentlich lohnt sich das auch. Das werden wir sehen. Hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Das ist das, was ich von unten gesehen habe. Alles klar. Handgelenk des Weisen. Ja gut, ich weiß nicht, ob man die so unbedingt braucht, aber ich habe sie jetzt gefunden, auf jeden Fall. So, sehr schön. Ich glaube, das ist dann auch die einzige Wand in dieser Ebene, aber egal, ich werde trotzdem weiterhin schauen, ob wir irgendwas finden. So, mehr ist hier nicht. Keine Gegner, nix. Ah,
höre hier was. Kommt hier irgendwer rein gerade? Ach, du da oben. Na, Freund Blase. Wieso hast du mir denn so viele Blutechos gerade da gelassen? Das ist ja unheimlich fast schon. War das hier das, wo ich herkam? Schon, oder? Wo ist denn hier die Leiter, wo ich reinkam? Hä? Bin ich blind? Da hinten ist sie. So, von da kam ich. Das heißt, ich kann jetzt hier oben durchgehen, wo die Spinne herkam. Da hinten bewegt sich was. Ich wollte gerade sagen, es ist mir eindeutig zu ruhig hier im Moment. Blitzpapier. Noch eine Blutviole, dankeschön. Also bei denen muss ich mir merken, das Timing ist doch sehr verspätet. So ein bisschen delaymäßig. 2 Quecksilberkugeln, vielen Dank. Wie viel kriege ich für dich? 707. Warum hat der andere mir irgendwie fast das Doppelte davon gegeben? Ein bisschen ranzig aus, ne? Egal. So, was hier los? Da hinten ist eine Tür. So, was geht hier ab? Sieht auch so aus, als ob da locker flockig irgendwie was sein könnte. Da in der Mitte traue ich mich nicht lang zu gehen, wenn ich ehrlich bin. Okay, die machen wir gleich auf, aber erst möchte ich mich hier einmal umgucken. Ja. Nehme ich immer gerne mit. Was ist denn das für ein Raum? Nochmal Kaltbluttau. Waren wir hier schon? Ja doch, da unten liegt eine Leiche. Sehr wahrscheinlich von einem Gegner, also gehe ich mal stark davon aus. Okay, hier war ich bereits. Gut, wenn hier sonst nichts weiter zu sein scheint, dann gucken wir doch mal hier in das Türchen rein. Plüm, blüm, blüm. Oh, was bist du denn für einer? Ich glaube, wir hatten das Vergnügen noch nicht, oder? Macht nichts. Tot? Scheinbar schon. Und 3 Blutfiolen, ich danke. Gut. Da ist nix. Auch nicht. Auch nicht. Ritualblut. Na gut. Okay. Da
Das heißt, wir können jetzt also in die richtige Ebene gehen. Kann ich dazu hier runterjumpen eigentlich, oder? Gibt zwar ein bisschen Fallschaden, aber egal. Ist das hier das gewesen, wo ich von oben kam? Ja, ich glaube schon. Dann ist hier irgendwo die Leiter. Da ist sie. Ich bin so ein bisschen unruhig, irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Genau, von da vorne kam ich. Perfekt. Was mich schon interessieren würde, wie viel diese Erholung von den Fiolen dann steigt, wenn man sich diese Rune anlegt. So, genau da lang müssen wir. Und jetzt geht's ins eigentliche Labyrinth. Mal gucken, wie groß die Ebene ist. So, plom. Plom. Sieht irgendwie komisch aus hier. Ich wusste gar nicht, dass da auch irgendwelche Symbole drauf sind. Egal. Dann öffnen wir mal das Verderben. Da ist gleich eine Druckplatte, ja? Wundervoll. Wie viele Gegner sind hier in dem Raum? Keine? Wirklich nicht? Okay, da geht's zum Boss. Okay. Ich traue dem Frieden grundsätzlich nicht, aber das wisst ihr ja schon. Schon gar nicht in diesen Dungeons, weil die sind so voller Fallen und Gefahren, da denke ich immer, da kommt irgendwas. Okay. Okay. Das wird ein Shortcut. Es gibt sogar Shortcuts in den Dungeons. Really? Irgendwas ist hier doch auch schon wieder nicht richtig, oder? Da hinten steht auf jeden Fall einer im nächsten Raum. Aber gut, das soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich bezweifle einfach mal, dass er hier der Einzige ist, der hier rumsteht, oder? Komm her. Der hat auch schon wieder so viel gegeben. Warum? Wow, okay, okay, okay. Wo ist die Alte? Wo ist sie? Oh Gott. Heil dich bitte sofort. Gut. Das wollte ich eigentlich nicht. Sorry für das Stören eurer kleinen Party. Meine Güte. Aber wenn die mir hier so auf den Sack geht, muss ich halt dringend was dagegen tun. So. Woher kam ich? Von hier, glaube ich. Ja, von hier kam ich. Eindeutig. Wenn ich das nehme, dann...
Was? Verarschen? Was ist denn das hier für ein seltsamer Raum? Wozu kann ich hier rein? Ist halt nur so ein Durchgangszimmer, oder wie sehen wir das? Scheinbar, okay. Wo ist die Druckplatte? Ist sie vorne? Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwo hier vorne wird die Druckplatte sein. Ich glaube fast hier vorne. Ah, egal. Oh. Dass das wirklich klappt, hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Oder seht ihr mal, es lohnt sich nochmal nach oben zu gucken. Das war gerade was von Dark Souls 2 auf dem Weg zu Freya. Falls ihr euch daran noch erinnern könnt, für diejenigen unter euch, die Dark Souls 2 gespielt haben, die werden wissen, worauf ich gerade anspiele. Nur habe ich das da immer alles feinsäuberlich mit Pfeil und Bogen gemacht. Dass die so viel Schaden machen müssen. Fast wie die kleinen Scheißdinger von Rom. Ich heile mich einmal. Es ist mir dann doch ein bisschen sicherer, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was hier gleich noch kommt. Und wir wissen, dass die Gegner hier durchaus in der Lage sind, uns auch mal bequem zu one-shotten, wenn sie dann Bock dazu haben. Habe ich jetzt noch irgendwo eine vergessen? Scheint nicht so. Gut. Molly nehme ich auch. Ich glaube, davon hatte ich auch nur noch einen. Kann das sein? Glaube ja. Das könnte der Shortcut sein. Das ist der Shortcut, meine ich. Da sah das nämlich genauso aus dahinter. Okay. Na, ich laufe lieber nicht so sehr in der Mitte. Wir haben ja schon öfter mal gesehen, was dann passiert, wenn wir das tun. Wenn ich noch mehr loot? Oder habe ich mir das eingebildet? Da war die Druckplatte. Aber glücklicherweise passiert halt nichts mehr, weil ich die Falle bereits entschärft habe. So genau, und dann geht's hier durch. Hier war die Olle, ne? Genau, hier war die Trulze.
schießt er denn? Ja, da ist auf jeden Fall der Hebel. Jetzt stellt sich mir allerdings die Frage, ist er hier der einzige Gegner noch? Es scheint fast so. Na gut, wenn ich es schaffe, zu ihm ranzukommen, vielleicht habe ich dann eine Chance gegen ihn. Gut. Aber nichts mit Schatz oder so. Naja, wir wissen ja, wo die Tür ist. Insofern alles gut. Das war alles in diesem Labyrinth. Habe ich jetzt noch irgendwas übersehen? War schon ein bisschen kurz, oder? Und ich habe, glaube ich, auch keine Truhe gefunden. Abgesehen von dieser einen, hinter dieser Geheimwand da auf dem Balkon. Ich meine nicht, dass mich das jetzt irgendwie groß traurig machen würde, aber es wundert mich ein bisschen. Gut. Okay. Na, wenn hier nichts weiter ist, dann ist hier halt nichts. Ja, von hier kam ich. Wobei, da brauche ich gar nicht lang, weil ich hatte ja einen Shortcut aufgemacht. Das war eine Kerze. Ich dachte gerade, ich bin mit Vollkaracho an Loot vorbeigelaufen, aber es ist nicht der Fall. Zum Glück. So. Haben wir jetzt hier wirklich alles durch? Hier muss irgendwie die Lampe in der Nähe sein. Man hört es nämlich ganz deutlich. Ja, ich bin von da unten gekommen. Ja, und hier ist auch schon dieser Raum. Genau. Ja gut, dann würde ich mal sagen, stellen wir uns halt dem Boss von dieser Ebene. Und gucken mal, was da jetzt abgeht. Habe ich überhaupt meine Lampe wieder an? Das habe ich natürlich wieder vergessen, wie immer. Kennt man ja. Ich mich gerade frage, ob ich mit 24.000 Blutechos in der Tasche wirklich zum Boss gehen sollte. Manche Sachen sehen ja halt echt aus wie eine Tür. Und sind aber keine. Wollen wir hoffen, dass wir es hinkriegen. Wer oder was auch immer mich hier jetzt hinter erwarten mag. Wir werden es sehen. Und herausfinden. Muss mal kurz meine Fingerchen abwischen. Moment. So. Och nö, nicht ihr schon wieder. Oh Gott. Ich möchte mich bitte heilen. Jetzt geh doch mal bitte weg, 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 weg. Okay, okay, okay. Das war ein ziemlich beschissener Start. Oh, geh weg. Heil dich. Ist egal. Okay, dieser Raum ist ziemlich beschissen, muss ich sagen. Nee, der ist scheiße. Boah, der Raum ist so klein. Das ist voll ätzend.
Alter, ich schaffe es nicht, den zu parieren. Was ist denn da los? So schwer ist das eigentlich ja nur wahrhaftig nicht. Wir hatten es ja schon mehrmals. Ach, Quatsch. Falschen anvisiert. Verdammt, das läuft ja richtig beschissen. Hallo. Was ist denn da los gerade? Geht doch. Weg da. Oh nein. Fuck. Fuck. Weg. Weg. Oh shit. Bitte hier einmal hin. Genau. Nee, du bist nicht der, den ich jetzt gerne weg hätte. Wo ist denn der, den ich schon angebumst hab? Du da. Komm her. So, könntest du bitte sterben? Dankeschön. So. Mal kommen wir hierher. Kann man dich... Ich heile mich mal, ist egal. Kann man, sehr schön. Geh mal ein bisschen weg, bitte. Au, 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 au. Egal. Oh nein, weg! Heil dich bitte, sofort. Nochmal, ich muss mich nochmal heilen, ist egal. So, jetzt aber. So. Meine Güte, nur eins. So schwer sind die doch nur wahrhaftig nicht. Aber der Raum macht hier halt echt eine ganze Menge aus bei denen, muss man ehrlich zugeben. Wenn ich mich jetzt nicht rausreden will, dass ich scheiße spiele. Was bitte? Ma! Sag mal, kann ich den eigentlich mit seiner komischen Lampe oder was er da hat auch parieren? Oh ja, das gefällt mir doch schon besser. Komm her. Jawohl. Haben wir es geschafft jetzt? Jo, okay. Meine Fresse, das lief echt beschissen, muss ich sagen. Aber egal, wir haben es geschafft. Dunstblut-Edelschein bekommen. Edelschein. Edelstein. Meine Jüde. Das war ein Abenteuerli. Ja, bitte. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich da gerade so angestellt habe. Wie gesagt, so schwer sind die nicht. Das haben wir ja auch schon bewiesen gehabt. Aber die haben halt schon ein bisschen mehr reingehauen tatsächlich, als die vorher, die man so kannte. Ich muss eingehen. Was wünscht? Wieso sagt sie immer, dass sie eingenickt sein muss? Ist doch Schwachsinn, Alte. Schwachsinn ist das. Müssen den hier machen? Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir noch ein bisschen mehr Ausdauer haben. Oder lieber mehr in Schaden pumpen. Können wir auch machen eigentlich, oder? Ah, ich mache erstmal Ausdauer ein bisschen weiter. So, machen wir mal. Lebt wohl, guter Junge. So, dann gehe ich einmal schnell. Wo ich meine Kiesels?
Genau. So, einmal schnell reparieren. So, wie sieht's aus? Kann ich hier irgendwas Besseres reinpacken? Ja, kann ich. Nice. Achso, Feuer, ich wollte gerade sagen. Nehmen sich eigentlich nicht viel. Ne, also hier haben wir jetzt scheinbar schon das Beste eingewechselt, was geht. Oh, ich habe mich vertan. Das hier ist besser. Hier ist halt die Waffenhaltbarkeit ein bisschen besser, aber ja. Machen wir lieber so, würde ich mal sagen. Achso, wartet mal, habe ich hier noch irgendwas Besseres? Nicht wirklich, ne? Nö. Blutfärbung skalieren, ja gut, aber es hilft mir mit der Waffe eh nicht viel, deswegen lassen wir das. So. Ich glaube, Einsichtbote hat jetzt eh nichts Geiles für mich, deswegen lassen wir das mal. Blutfiolen kaufen. Oder irgendwie sowas hier. Wobei, was sollte ich mir Waffen kaufen? Oder brauche ich die Waffen irgendwo für? Aber eigentlich sollte das ja völlig irrelevant sein. Na gut, sowas kann man sich natürlich gönnen hier, ne? Machen wir das mal so. Plopp. Jawohl. So. Nächste Ebene anzufangen lohnt sich jetzt nicht. Muss man sagen. Deswegen werde ich jetzt, glaube ich, nochmal einmal kurz eine Runde in im Zentrum von Janam rumlaufen. Eine kleine Farming-Session. Auch wenn die eigentlich nicht unbedingt notwendig ist, aber machen wir trotzdem einmal. Und dann machen wir in der nächsten Folge die nächste Ebene natürlich, so wie sich das gehört. Denn die jetzt hier noch in diese Folge mit rein zu quetschen und dann irgendwie nicht vernünftig gucken, möchte ich nicht. Vor allem, wenn der Boss dann auch so läuft wie dieser hier. Was streckenweise ziemlich knapp war, obwohl die drei Burschen eigentlich so heftig nicht sind. So, fangen wir mal hier unten an. So. Vielen Dank. Quecksilberkugeln nehme ich in der Tat auch sehr gerne an, deshalb passt das. So. Ich kann mir ja mal neue Kügelis machen mit meiner Lebensenergie. Zieht mir ganz schön viel Leben ab, muss ich sagen. Aber egal. Fast wieder voll. Mal zwei Quecksilberkugeln, sehr schön. Warte mal, das stört mich. Ich möchte das jetzt bitte haben, danke. Immer so brutal aus. Seid froh und Fluch.
Wie gesagt, ich weiß, diese Farming Session ist gerade nicht nötig eigentlich, aber ich mach's trotzdem. Man kann schließlich nie genug Fiolen und Kugeln und sowas haben. Blutechos sind zwar echt überschaubar, aber hier geht es jetzt ja gerade nicht unbedingt darum, die extremen Echos zu gewinnen. Glänzende Münzen. Ist auch schon mal zuverlässiger, Kumpel. So, jetzt kommen wieder unsere beiden Wolf-Freunde. Hallo, Wolf-Freunde. Ja, der eine davon hat mich doch schon bemerkt, oder? Nee? Doch. Jetzt. Beide natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Blutfiole, 3 Stück. Blutfiole, 3 Stück. Danke sehr. Zu überlegen. Ich habe jetzt schon ein paar Gegner umgelegt und habe erst 1500 Blutechos zusammen. Aber das macht ja nichts. Ist ja nur so ein kleines bisschen Farme-Marme. Farmerly-Parmerly. Das passt schon. Au. Das war gemein. Egal. Ich fülle eben gerne meine Vorräte wieder auf. Ich werde dann übrigens Oedon, also Grab. Wie heißt das? Oedon Grabstätte oder so. Das, wo Patakas Coin seinerzeit war, da werde ich schon wieder zurück. Schnell nochmal den Rest wieder ausgeben gehen. Und dann passt it. Nö. So. Einmal schrumm. Kommen sie auch? Ich hoffe doch. Sonst kann ich mir das Gerenne hier nämlich gerade sparen. Nö, passt. Ja, ja. Er steht super. Ja. Wieder steht der eine. Last Man Standing oder was? Okay. Molly, na, das nehmen wir doch auch sehr gerne. Und du? Auch ein Molly. Wundervoll. Und ihr sonst? Habt mir nichts hinterlassen. Na gut. Sei euch verziehen, ausnahmsweise. Dein Ernst? Dass du mich schubst? 4 Blutfionen hast du mir gegeben. Und du? Auch nochmal eine. Top. Geiler Scheiß. Das Schweinchen, den machen wir auch gleich nochmal. Da kriegen wir ja auch nochmal Blutfionen von. Oder für, wie auch immer. Die droppen auch Öl ohne, wusste ich gar nicht. Blutfiole. So, wie gesagt, jetzt machen wir noch einmal schnell das Schweinchen. Wird zurückgereist und dann war es das auch für den Part. Ist ja auch schon wieder lang genug, ne? Und in der nächsten Folge geht es dann weiter im unteren Tumeru. So, gib. Gib, gib, gib. 2 Blutfiolen, dankeschön. Okay. Aber auch mit 3000 Blutechos können wir noch ein bisschen was kaufen gehen.
das tun wir dann auch gleich. Beziehungsweise erst nochmal schnell Waffe reparieren, auch wenn das nicht viel ist, aber trotzdem, ich weiß nicht, wie sich das eventuell auf den Schaden auswirkt. Deswegen auf Nummer sicher und so. So, genau. Grab von Oedon oder irgendwie so heißt das hier, glaube ich. Wenn man hier hinreisen möchte. Yep. Leveln kann ich davon nicht, das ist aber auch in Ordnung. Mir ging es nur darum, nochmal kurz ein bisschen zu farmen. Waffe repairen, bitte. Ja, 46, es ist nicht doll, aber immerhin, sag ich mal, ne? So, wartet mal. Quatsch, was wollte ich denn? Ich wollte gucken, genau, was ich mir jetzt noch kaufen kann, Schönes. Und ihr könnt mir ja mal sagen, ob sich die Strahlenrune wirklich lohnt. 129, das sieht doch schon wieder besser aus, auf jeden Fall. Das sieht auch wieder besser aus. Sonst was kaufen wir 200 und... Na, mehr kann ich mir jetzt hier nicht kaufen. Jo, alles klar. Na dann, machen wir in der nächsten Folge weiter mit der nächsten Ebene von dem Labyrinth. Und tja, bis dahin, meine werten Leute. Tschüss.